Hallo, ich möchte Ihnen hier ein weiteres Assessment der ProPages GmbH vorstellen. Es geht um Excel und im Besonderen, wie weit sind Ihre Excel-Kenntnisse schon so, dass man sagen kann, Sie sind gut. Dazu gibt es hier in dem Kurs einen Selbsttest. Sie können den aufrufen, wenn Sie unterhalb des Videos, hier haben wir den Bereich, schauen. Da gibt es zwei Links in der Beschreibung zum Video. Das eine, das ist ein Link, der führt Sie zum Kurs. Da können Sie also die Unterrichtsmaterialien anschauen. Der andere Link führt Sie direkt zum Selbsttest. Ich klicke mal darauf. Und dann wird man direkt zum Login geführt. Hier oben steht schon der Benutzername C und Passwort C. Da sagen Sie sich, warum hat er das nicht ganz weggelassen? Das geht nicht. Das, was ich hier verwende, ist die sehr weit verbreitete Lernplattform Moodle. Fast alle deutschen Universitäten haben sie und auch viele bessere Schulen. Und da muss man sich anmelden und da bekommt man dann auch gleich, wenn man hier sich mit C als Username und C als Passwort angemeldet hat, dann bekommt man bei der ersten Anmeldung auch noch einen Hinweis zu den Datenschutzrichtlinien. Ich klicke hier auf die Schaltfläche und dann habe ich diese Richtlinie nicht bekommen, weil ich war ja schon mal angemeldet. Jetzt steht hier Selbsttest Ihrer Excel-Kenntnisse. Da war wahrscheinlich schon mal jemand drin. Ich kann hier dessen Test fortsetzen, letzte Vorschau fortsetzen. Ich klicke mal darauf. Und da sehen wir, ja, der hat hier eine Frage richtig, die erste und die vierte ist falsch. Schauen wir mal bei der zweiten. Da sehen wir hier, wie das abläuft. Markieren Sie den Spaltenkopf, einen Zeilenkopf und ein Registerblatt. Und dazu sollen diese drei Schaltflächen an die richtige Stelle gezogen werden. Das Fadenkreuz ist entscheidend, also dieses kleine runde Teil links oben. Registerblatt, das wäre eigentlich hier, wo Ausgabe oder Tabelle steht. Ich mache es einfach mal falsch. Ich gehe mal hier hinten hin, da wo man zoomt, damit Sie sehen, was passiert, wenn man nicht alles richtig hat. Spaltenkopf und Zeilenkopf wird auch gern verwechselt. Das hier ist aber Spaltenkopf und der Zeilenkopf, das sind die Nummern hier vorne vor den Zeilen. Also so, das sind die drei Begriffe. Einer ist falsch. Und das kann ich, wenn ich auf Prüfen klicke, auch sehen. Und da sehen Sie, hier wird mir das auch gesagt, zwei von drei richtigen. Und das, was falsch ist, das ist das Registerblatt. Da habe ich jetzt hier vergessen, das sehe ich hier gerade, die richtige Position bei der Korrektur anzugeben. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine andere Sache. Wenn Sie sehen wollen, ob Sie Ihre Kenntnisse in Excel mit, ob Sie die schon zertifizieren können im Sinne vom Computerführerschein, dann machen Sie einfach mal diesen Test. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.